Also, das ist wirklich ein bisschen krank. Heftige Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Genau. Hausapotheke. Cool. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Alles klar. Hinter. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Achso, okay. Ja, die Zahnbürste. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay, Socken, ist das ein Haufen Zettel? Wie bekommen wir die Zahnbürste? Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Könnte es sein? Stell das mal ins Waschbecken hier, fällt mir gerade so ein. Genau, und jetzt. Eklige Brühe. Topf mit Wasser. Okay. So. Warum sollte ich da putzen? Da ist es doch eh dunkel. Ich mag den. Ich mag den total. Mach mal hier auf. Mit den Klasse. Das ist genau wie ich. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Okay. Ja, also Rufus ist genial. Warum sollte ich da putzen? Ist doch eh dunkel. Passt sowas von. Können wir jetzt, Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Ich sollte mich beim Packen lieber an die Liste halten. Okay. Seitenschneider. Seitenschneider, warum auch immer, check. Ja, wofür auch immer du den Seitenschneider brauchst, Rufus. Haufen Zettel. Handschweißgerät. Waschmittel. Tatsächlich, Topf mit Waschmittel. Ich hab da. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Das lässt sich ändern. Ich mag kein sauberes Werkzeug. Das sieht dann immer so aus, als würde man nicht arbeiten. Und andersrum? Ich mag kein. Das sieht dann. Okay. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir den Topf so irgendwie erhitzen können. Was haben wir denn hier noch? Den Mantel hatten wir. Schapüle, Kammer. Gabel? Wer weiß? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Okay, ich finde die Zahnbürste da oben so awesome. Ist einfach nur geil. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ja. Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Okay. Damit kriege ich die nie auf. Ach, sag niemals nie, Rufus. Aber mir fällt gerade ein, dass wir es vielleicht ja mit dem Seitenschneider machen können. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Mist. Okay, den können wir scheinbar nicht nehmen. Alte Fluchtpläne. Wo finden wir denn jetzt hier noch eine Socke? Bestimmt in der Truhe hier. Das ist die Kiste, die mir, bevor er mich im Sch Ich will sie nicht. Ich will keine We Das ist natürlich doof. Kabel. Spinntür. Ist ja leer. Oder waren wir da schon dran? Weiß ich nicht. Ah, bin überfragt. Let's play es gerade mal. Ja, circa knappe 20 Minuten, grob geschätzt, über den Daumen gepeilt, alt. Und Herdplatte. Herdplatte. Und ja, ich weiß schon nicht mehr, was vor ein paar Minuten passiert ist. Okay. Öffne ja den Ofen. Handschweißgerät.
Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Was brennt denn? Öl. Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Aha, okay. Gut, dass du einen Plan B hast. Und eine Socke da rein. Ob ich hier die zweite Socke finde? Who knows? Okay, was Brennbares? Schmeiß einen Kaktus rein. Oterso. So geil. Die Zahnbürste, so Hammer. Das habe ich schon erwähnt, aber trotzdem. Ich glaube, das kann man nicht oft genug erwähnen. Dass die Zahnbürste Hammer ist. Die da rumtanzt. Kissen. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Mann, was für ein Wortwitz. Okay, jetzt haben wir eine grüne, eine blaue und eine gelbe Socke. Oh Gott, bitte sag nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Farben mixen muss, dass ich dann letztendlich auf eine Farbe komme, weil... Die wird bei mir doch nicht. Ich war in Kunst nie der Beste. Das gebe ich offen zu. Und ich finde es auch nicht schlimm. Okay, noch eine Socke. Ja, ich benutze die Hotspot-Anzeige. Wenn sie da ist, etwas ins Spiel integriertes darf man auch benutzen. Darüber sollte man sich auch nicht aufregen. Ha, okay. Also jetzt habe ich da gerade nichts weiter gesehen. Brauchen irgendwas Brennbares. Woher kriegen wir denn jetzt was Brennbares? Die Truhe hier. Ich habe aufgegeben, die Kiste aufzubekommen. Ich will sowieso gar nicht wissen, was da drin ist. Bestimmt ein sehr einfacher Weg, um hier rauszukommen. Ich habe gerade noch eine Idee. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Aha. Verdammt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass er es vielleicht aufschweißt. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Okay, an der Guillotine kommen wir auch nicht vorbei, wie scheint. Da will er nicht hin. Die dunkle Ecke. Der Topf. Die Herdplatte, der Ofen. Irgendwas. Was hat's mit diesem Sofa hier noch auf sich? Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ach, ja klar, wir brauchen ja auch noch Nahrung. Ihr wisst schon. Essen. Und so. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Öl ins Feuer zu gießen gehört, aber es ist ein... Okay, das hatten wir schon. Knifflitsch. Mach mal Brett zu. Ist dahinter was? Nee. Nee, dahinter ist auch nicht. Ist da vielleicht noch was drin? Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Schade. Ich kriege nie genug. Können wir vielleicht irgendwas kombinieren? Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni arbeitet den ganzen Tag und ich muss hungern. Geht das? Da sind scheinbar aber ohne Behälter. Okay. Das steht nicht auf der Liste. Und zu Recht. Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Was, für eine Gabel? Na gut, vielleicht essen die ja anders. Nein, das Zeug schmeckt nicht. Been there, done that. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Achso, das hatten wir ja jetzt schon. Ist doch was für... Das hatten wir ja schon. Gibt es denn in diesem typisch? Das, ja. Gibt es denn in typisch? Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde, könnte sie mehr Geld für Essen ranschaffen. Ein wahres Wort. Okay.
Dunkle Ecke. Können wir an die Zahnbürste ran. Huh. Und wie sorgen wir für ein kleines Feuerchen? Huh. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Okay, das können wir aber jetzt auch nicht so nehmen. Geht das? Hier oben hat Toni nichts zu melden. Oder sie hat es aufgegeben. Eins von beidem. Ja, was da wohl zutrifft. Fernrohr. Ich mag den Scheißbrenner jetzt schon. Das wird den Ausblick auch nicht verbessern. Wer weiß? Hast du es denn schon ausprobiert? Gibt es denn in diesem Haus gar nichts typisch? Okay, das hatten wir schon. Hier oben hat Ton oder sie... Okay. Socker! Das wird den Ausblick auch nicht... Okay. Ich bin doof. Scheinbar. Aber ist ja auch nicht schlimm, also... Ich habe ja bereits bei Still Life mal erwähnt, dass ich nicht kochen kann. Also bin ich auch zu doof, einen Herd anzumachen. Wobei die Lösung wahrscheinlich wieder einmal, wie schon so oft, vor meiner Nase liegt. Etwas Brennbares. Und rein damit. etwas Brennbares. Mensch. Cool. Ah, jetzt kocht das Wasser. Oh Gott. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Okay. Socker. Ich bin zwar kein Experte. Autsch! Verdammt. Das ist ja heiß. Nee, echt? Krass. Das hat irgendwie noch nicht so viel gebracht. Okay. Wenn wir die Socke da noch mit reinschmeißen. Und da jetzt noch Altöl dazu kippen. Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Der perfekte Platz. Okay, kriegen wir das jetzt mit der Gabel wieder raus? Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Sockenpaar, yeah! Subtraktive Farbmischung ist schön. Das muss ich mir merken. Das ist cool. Okay, et voilà, we got socks. Socken, check. Perfekt. Okay, jetzt brauchen wir noch die Zahnbürste und was zu fratzen. Wie kommen wir an die Zahnbürste? Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Okay, also, huch, was war denn das? Seht ihr das? Achtet mal jetzt hier und, huch, achtet mal hier unten auf den Bildschirmrand. Hä? Also, ich bin doch nicht blöd. Ich hab das genau gesehen. Da kam was, da ist irgendwas runtergekommen. Und da guckt was. Achso, das war die Zahnbürste. Können wir die vielleicht in die Toilette sperren? Vielleicht ist die ja dafür da. Nur. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Ja, schütte weg. Ah, ich habe da gerade was Neues gesehen, und zwar der Pömpel. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Pömpeln, pömple. Ja, ja. Schon schön. Nein, die Ecke war mal ein gutes Ver- aber mittlerweile... Okay, das hatten wir auch schon. Können wir denn da pömpeln? Pömpeln. Der Begriff ist so geil. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Und was ist mit der Kammer hier? Pömpel. Oh, perfekt. Können wir den Pömpel jetzt wieder nehmen? Nein. Mauseloch. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner.
Die Maus ist schon vor langer... Was nicht? Das wollte ich nicht. Ich so. Okay, Mausefalle. Können wir die mit der dunklen Ecke benutzen? Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Okay, richtiger Köder. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchst... Das Beste daran ist die Dose. Ja, ja, das mit der Dose, das habe ich schon verstanden. Aber... Und weg damit. Ach, so wird man das los. Okay. Jetzt können wir die Nüsse wenigstens schon mal aufsammeln. Und ich entschuldige mich übrigens auch mal für diese zwischenzeitlich kurzen auftretenden Lags. Wenn es in der Aufnahme zu extrem ist, dann werde ich das nochmal von vorne aufnehmen. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Und das dann in 720p machen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Alles klar, wir haben Proviant. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Yeah. Okay, Falle mit Köder plus dunkle Ecke. Ich nutze mal die Chance, was zu trinken. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Okay. Dann haben wir alles. Proviant und die Zahnbürste. Okay, Proviant da rein. Proviant, check. Und Zahnbürste, check. Zahnbürste, check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ich weiß es. Den Seitenschneider. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Und ich wette, wir brauchen ihn doch. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey, Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Okay, und mit diesen Worten und der coolen Hintergrundmusik sage ich tschö mit Ö. Bye, bye.